Hier eine Aufgabe aus der Trigonometrie. Die Talstation einer 1,5 Kilometer langen Seilbahn befindet sich auf einer Höhe von 1258 Meter. Auf welcher Höhe befindet sich die Bergstation, wenn dieser spitze Winkel Alpha 36 Grad beträgt? Wir beginnen damit, diese Höhe in Meter ausgedrückt sofort in Kilometer zu verwandeln. Wir haben also hier 1,258 Kilometer. Diese Aufgabe werden wir lösen anhand von diesem rechtwinkligen Dreieck, dessen Hypotenuse wir kennen. Das sind die angegebenen 1,5 Kilometer und dessen Kathete h wir suchen. Da diese Kathete h diesem Spitzenwinkel Alpha gegenüber liegt und da die Hypotenuse mitspielt, arbeiten wir hier mit dem Sinus. In diesem rechtwinkligen Dreieck gilt, der Sinus von diesem Spitzenwinkel Alpha ist gleich zur Gegenkathete klein h geteilt durch die Hypotenuse 1,5, also so. Daraus schließen wir, dass diese Höhe klein h gleich ist zu 1,5 mal Sinus von 36 Grad. Diese Rechnung geben wir sofort in den Taschenrechner ein. Er ist schon auf Grad eingestellt, also können wir sofort loslegen. 1,5 mal Sinus von 36 Grad. Sinus von 36 Grad brauchen wir nicht eingeben, weil der Taschenrechner schon auf Grad eingestellt ist. Wir brauchen auch hier diese Klammer nicht zu schließen, aber mathematisch ist es sauberer. Und die Enter-Taste liefert uns sofort den Wert von klein h. Wir übertragen diesen Wert nach hier, so. Und diese Höhe klein h, das ist auch von da bis da. Das ist selbstverständlich dieselbe Höhe, woraus wir schließen, dass die Höhe groß h, die wir suchen, gleich ist zu 1,258 Kilometer plus diese Höhe klein h in Kilometer ausgedrückt. Also gilt, die Höhe h, die wir suchen, ist gleich zu dieser Summe. Der Taschenrechner wird dann 1,258 plus diese Zahl berechnen und sofort diese Antwort liefern. Die gesuchte Höhe groß h beträgt also 2,13968 Kilometer.